Aufnahme läuft. Hi Freunde, wir sind wieder zurück, ja genau, mit Minecraft, weil wir einfach mal antesten wollten, was die neuen Sachen hier alle so können. Ich bin auch nicht alleine, wie ihr schon sehen könnt. Und zwar spiele ich dieses Mal zusammen mit meiner Frau Minecraft. Ja, sie zockt auch und sie hat irgendwie schon wieder ein Schwert oder eine Axt oder sowas, wo sie sich das schon wieder hergeklaut hat. Hat sie die Bonustruhe da schon jemand leer gemacht? Okay, noch kriege ich keine Antwort. Ja, zum neuen Minecraft wurde sowieso schon alles gesagt, was gesagt werden kann. Also schenke ich mir das, weil ich sowieso keine Ahnung habe, was alles neu ist. Ich habe hier und da ein paar Sachen gelesen, aber eine Ahnung habe ich trotzdem keine. Dann fangen wir mal mit dem an, was man in Minecraft halt einfach macht. Und zwar mit der bloßen Faust die Bäume abschlagen. Ich werde jetzt auch versuchen, wieder öfters Videos zu bringen. Versprechen möchte ich hier nichts, weil ich auch natürlich viel durch die Arbeit eingespannt bin. Deswegen ging auch das letzte Jahr einfach gar nichts. Und jetzt schauen wir einfach mal, wo uns die Reise hinbringt. Es wird natürlich nicht bei Minecraft bleiben. Es wird auch wieder CSGO kommen. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Möglich, dass das CSGO-Video natürlich auch zuerst kommt. Je nachdem. Aber auf jeden Fall wird es jetzt wieder aktiver weitergehen. Und falls ich zwischendurch einfach mal still bin, habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll, weil ich es einfach nicht mehr gewöhnt bin. Aber das wird auch wieder kommen. Und ich mich natürlich erstmal hier in dem Minecraft-Universum wieder zurechtfinden muss. Ich glaube, unser Spawn war gar nicht so schlecht hier. Ich würde fast sogar vorschlagen, dass wir hier in der Gegend bleiben, weil wir hier ein schön großes, flaches Stück haben. Da hinten sind Berge. Also mir gefällt es hier. Kühe haben wir hier, Pferde sind auch da, Schweine habe ich auch schon gesehen, da hinten wächst ein XXL-Pilz. Überall Löcher im Boden, kann wieder Terraforming machen ohne Ende. Hier mal lauter machen. Dass auch ja das Herz stehen bleibt, wenn ein Creeper hinter einem explodiert. Schweinetöter! Willst doch wieder nur die Veganer unter uns ärgern. Spielen wir eigentlich Vanilla oder habe ich ein Texture Pack drauf? Ich glaube, ich habe ein Texture Pack drauf. Das ist doch niemals Vanilla. Also ich auch. Oh je, ich weiß doch schon gar nicht mehr, wie die ganzen Rezepte gehen. Erstmal eine Holzaxt gebaut, ne? Völlig unnötig, aber ja. Wir sollten uns dann schon bald über Nachtlager Gedanken machen, weil es wahrscheinlich bald auch schon dunkel wird. Ich habe absolut kein Zeitgefühl mehr für Minecraft. Wie lang die einzelnen Folgen werden, habe ich jetzt auch noch nicht beschlossen. Ich schätze aber mal wieder so wie immer um die 20 Minuten rum. Das entscheide ich dann aber im Schnitt. Also ich werde natürlich versuchen, darauf zu achten, dass die Cuts einigermaßen gut sind und nicht so mitten im epischen Fight auf einmal, wie wenn ich episch fight. Halt, die hat hier schon ein halbes Haus gebaut und ich habe einfach eine Holzspitzhacke, die ich jetzt gerade wie in Counter-Strike mit F einfach angucken wollte, was natürlich voll der Fail war. Ja.
Ich habe ein Einweihungsgeschenk für dich. Hallo? Hallo? Im echten Leben passiert das übrigens genauso. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, Bug am Start. Man kann hier einfach bis runter gucken, wo es Lava gibt. Ja, ihr seht es auch. Sehr schön. Wallhack. Ich spiele eindeutig zu viel CSGO und bin trotzdem nur Silber-Elite. Also irgendwas mache ich falsch. Ist da schon Fische am Start oder hast du die noch geplündert aus der Truhe? Ja. Wo Schafe. Was? Schafe. Ja, hier auf der anderen Seeseite sind Schafe. So. Ach, fuck. Ich bin gleich am Arsch. Okay, wieso? Höhle unter uns oder was? Ja. Ja, ne, da kann ich dann nachher mein Lager bauen. Da freue ich mich schon drauf. Ich gehe mal zwei Schafe entschaffitisieren. Ich Kuhm, ich habe ein bisschen Wolle gesammelt. Jetzt aber schnell. Jetzt dunkel. Hallo, hallo. Die, es hat nur für ein Bett gereicht. Ja, das bringt nichts. Ich habe kein Bett. Ist schon wieder am Ab. Nein! Das war so absolut nicht der Plan. Wir haben halt weder Fackeln noch Kohle noch sonst irgendwas, ne? Ja, ich hoffe, man versteht mich gut, weil das Mikrofon ist ziemlich weit. Bist du schon wieder am Sterben? Ich habe hier unten einen Huhn gehört.
Such mal das Rezept raus. Für? Lagerfeuer. Ich gucke. Schauen, das und aha. Also unten drei Stämme. In die Mitte eine Kohle und links, rechts und oben einen Stock. Okay, es zerfällt komplett. Yes, es ist das laut. Es zerfällt komplett wieder in die Bestandteile, so wie es scheint, wenn man es zerlegt. Ist ja immer noch dunkel. Wie lange ist denn hier schon wieder dunkel? Das ist doch so typisch Minecraft, ne? Das ist einfach länger dunkel wie hellisch. So. Bist du jetzt hierher gespawnt?
dann schauen wir mal, was es hier noch so zu tun gibt. Da ist noch ein Zombie-Mensch. Den tun wir doch mal entzombibieren. Ja, alles klar. Ich bin nur noch 3 Herzen, 4 Herzen. Schnell mal was zu futtern reinschieben. So, dann gehen wir doch noch mal ein bisschen unter Tage auf Rohstoffsuche, um unsere Vorräte etwas aufzustocken. Warum verletze ich mich denn gerade dauernd? Als ob ich das erste Mal im Leben Minecraft spiele. Das ist eine Katze. Miets, miets, Katzen sind deine Aufgabe. Ha, ich hab dich entdeckt, Kohle. Komm zu Papa. Und Eisen haben wir auch gleich noch am Start. Das ist ja wunderprächtig, wunderprächtig. So. Werden dann natürlich auch zeitnah anfangen, schöne Dinge zu bauen. Aber erstmal, ihr kennt Minecraft ja, ein bisschen die Grundversorgung aufbauen, dass man überleben kann, dass man Rohstoffe hat. Dachte ich schon, Lava oder so. Aber nein, das ist nur meine Fackel. Gott, ich hoffe, man versteht das alles, weil das Mikrofon so weit weg ist. Ich habe keine Lust, dass ich das nochmal nachvertonen muss. So, dann schauen wir doch mal noch in die andere Richtung, was es da noch gibt. Da ist eine Fledermaus am Saufen. Die kommt vorne. Ah, auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Rohstoffe. Eisen, 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 Eisen. Und Kohle. Läuft ja schon mal wie am Schnürchen hier, wie am Schnürchen. So, weiter geht's. Ich muss das hier erstmal umplatzieren. So. Besser. Und noch mehr Eisen. Das ist ja wunderprächtig und der scrollt alles in die falsche Richtung.